Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heroes of Might and Magic 3 HD in der Menschenkampagne. Wir chillen hier unser Leben, während wir eigentlich nicht so wirklich wissen, was wir tun sollen. Naja, ich weiß es im Prinzip. Ich werde jetzt mit der hier auf Floßtour gehen. Du gehst in die Stadt und chillst dein Leben. Und baust dir einen Übungsplatz, ja, doch. Und rekrutierst jetzt ein paar dieser Ritter, denn jetzt ist gleich die Woche vorbei. Ah, die Zyklopenbevölkerung, die uns jetzt auch relativ wenig juckt. So, wir sind jetzt in einem Schiff und, ja, die erkundet jetzt ein bisschen die Weltmeere. Während wir hier uns ein paar neue Einheiten rekrutieren, um ein bisschen stärker zu sein. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, wie stark... Ja, das kann ich vergessen. Ich habe echt irgendwie Geldmangel. Ist echt schlimm. Stark unsere Einheiten im Gegensatz zu... Schade. Die Gegner sind... Geil. So, dann geh mal in den Strudel des Todes. Ich krieg trotzdem übelst viel Geld pro Tag. Wie viel kriege ich denn pro Tag? Ah, das zeige ich euch gleich mal, wie man das auch ganz schnell herausfinden kann. Indem man einfach hier draufklickt. Ich krieg 5000 pro Tag, ich krieg keinen Edelstein und kein Quecksilber, alles klar. Ja, das ist ein bisschen doof, aber wir werden es jetzt mal lassen, ja. Wo komme ich raus? Hier. Ach so. Oh, hier ist also die gegnerische Basis. Damit die jetzt schon mal einen kleinen Einblick da rein bekommen. Wir bauen unser Kloster aus. Damit neuen Zeloten sind wir doch viel besser bewaffnet. So, die ankert jetzt hier. Dann wird sich hier im nächsten Part ein bisschen umschauen. Was heißt im nächsten Part? Hier im nächsten Tag, meinte ich. So, ganz schnell... Wo ist die gegnerische Festung? Ah, hier. Der ist ja schwach. Aber ich habe das Gefühl, die wird mich im nächsten Ding umbringen, deswegen flüchte. Aber ganz ehrlich. So, jetzt schau mal kurz in die Magiergilde rein, damit du das auch alles bekommst. Ja, ach, hier. Boah, ich muss mir erst ein Buch kaufen. Jetzt habe ich's. So, das sind unsere Zauber. Bro, schnapp dir mal ein Schiff. Und cruise damit da rein. Ja, der... die will mich gar nicht umbringen. Und du flüchte. So, setz hier mal an. Was hat er vor? Nichts anscheinend. Ja, du kannst doch das hier so mitnehmen und so. Ja, ankere mal hier. Ja, greift das im nächsten... Was will der? Wir werden es jetzt herausfinden, was er will, denn ich werde jetzt auf jeden Fall seine Festung einnehmen. Die er noch nicht mal ausgebessert hat, okay? Also das ist wirklich nur eine Mauer. Wenn es ein Schloss und so weiter wäre, wären jetzt hier auch Schützentürme und so drin, da ich hier fliegen kann. Wird es für mich ein leichtes sein, mit denen da reinzugehen. Und die Mauern zu überfliegen. So, meine Zeloten, die jetzt einen Glücksschlag landen. Ownen jetzt mal den. Okay, so stark war es jetzt auch wieder nicht. Das sind Bogenschützen, nicht sowas, was du da hast. Deine Pimps, die eigentlich der Höllenfraktion angehören, weiß ich auch nicht, was sie wollen. Tschüss. Das war leicht eingenommen. Was will er? Hat er vielleicht noch eine Festung? Er ist auf jeden Fall noch nicht in den Untergrund, so wie es aussieht. Ah, eine Flaschenpost. Was steht denn da drin? Nicht viel. So, meine Hauptfestung. Wir haben jetzt natürlich zwei Festungen. Das ist jetzt natürlich klar. So, falls er doch irgendwas Böses plant.
So, jetzt haben wir auch ordentlich Kohle. Gut, jetzt natürlich nicht mehr, aber... Ah. Ach so, scheiße, der hat jetzt... Ah, nee, warte mal. Das ist jetzt vollkommen egal, was er macht. Denn ich zerschmetter den jetzt. Ah, ich wusste doch, der hat noch eine Armee. Dann könnte das jetzt sogar ein spannendes Battle werden. Ist vielleicht sogar das Final Battle. Okay, so spannend wird's nicht. Ich mach den eigentlich relativ schnell fertig. Okay, Moment. Kann man dem seine Laufweite erhöhen? Nee. 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 Das geht doch irgendwie. Ach, keine Ahnung. Hier, nimm den Frostring. Damit auch nicht euch beide mal. Hat jetzt sehr viel gebracht, ja. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Frostring. Achso, der hat auch Königsgreife, aber der Königsgreife wird jetzt sterben. Tschüss, danke. Was, der überlebt das sogar? Und. Ah, da oben ist was. Zeloten lieben wohl Glücksschläge, habe ich so im Gefühl. Vorwärts. Seid ihr nicht nur um zu chillen, ihr seid hier um zu arbeiten. Und der möchte anscheinend sterben. Der hat nämlich absolut keine Chance. Dann machst du die halt fertig. Tschüss. Vorwärts. Die Imps hier sind die, ja, Opfereinheit der Höllenfraktion. Also die allerschwächsten der Schwächsten, so wie sie meine Pikeniere bzw. Hellebarden sind. So, du bist eh schwach. Der heilt sich dank meinem Zelt hier ein bisschen. Was bin ich, was, ja, du. Iss den Greif. Baller mal den da ab. Wer ist dran? Du. Töte den Hund. Ja, komm, töte den. Ihr seht. Man merkt, dass es die erste Mission ist. Die hat nämlich absolut keine Chance. Und tschüss, Jungs. Sieg! Zwei Adler verloren. Ihr erbeutet. Oh, das hat er halt also bei sich. Sind die alle tot? Gegner nicht besiegt. Dann hat er es anscheinend wirklich geschafft, irgendwie da reinzukommen. Ja, ja. Nein, warte mal. Dann wirst du jetzt hier mal an Land gehen. Und wieder. Oh, das nervt. Warum müssen die bewacht werden, hä? Sag mir das mal einer. Ja, klar. Hätte ja nicht kurz sterben können oder so, ne? So, danke, dass du dich selbst eliminierst. Danke. Weißt du, das Artefakt hätten wir mir einfach geben können. Danke, danke, danke. Aber nein. Ach, und darum kann ich jetzt hier nicht in die Untergrundhöhle. Danke. Ne, anscheinend gibt es da echt keinen mehr. Ich beschütze jetzt hier natürlich meine Festung, also meine Hauptfestung. Der wird hier hundertprozentig sein. Der war hier aber noch nicht. Wenn die selbst die Zyklopen vor mir flüchten. Also das ist jetzt hier der Untergrund. Das Ziel ist doch, ich muss alle Gegner umbringen, ne? So, jetzt hat die wenigstens auch ein bisschen was. Kann ich irgendwas kaufen? Nö. Nur ich bin auch relativ fertig mit der Welt. So, die wird jetzt hier halt kurz ein bisschen abchillen. Vielleicht gibt es ja noch eine... Der war hier doch schon... wahrscheinlich gibt es noch einen anderen Höhleneingang. Ich erkunde jetzt mal das, was mir hier möglich ist. Hier muss natürlich auch noch was gemacht werden. Sag mal, diese Stadt ist sowas von unausgereift. Der hat nichts. Der hat ja nicht mal Bogenschützen, der Depp. Quatsch. Ja, kauf dir mal eine Zitadelle.
Also wenn er die Stadt angreift, die hat er relativ schnell wieder eingenommen, das bin ich mir sicher. So. Ich versuche jetzt hier alles zu machen. So, ich habe die gerne in der richtigen Reihenfolge halt immer, ne? Die Hundwoche, cool. Ihr seid alle Hunde. Oder vielleicht... Also er muss mir irgendwie entgegenkommen, wenn er mir hier irgendwie schaden will, habe ich so ein Gefühl. Höchstens oben rechts ist noch eine Festung, die er besetzt hat. Dann natürlich. Also die sollte kein Problem darstellen. Die ist jetzt halt auch noch nicht so stark. Das muss man sich auch immer eingestehen. Geldmangel habe ich jetzt immerhin keinen. Also der hier... Die overpowern sich im Nachhinein einfach mal. Ist hier was? Nee, das ist eine Opferanlage. Geil. Ah! Er kommt doch von oben. Dann habe ich jetzt ein Problem. Was haben die jetzt? Halt mal, hier oben ist was. Aha. So, der kam von hier, habe ich so im Gefühl, ne? Oder? Ne, von wo kam der? Ja, warte mal, der war doch hier irgendwo, ne? Oder bin ich jetzt gerade behindert? Hä? Wo ist der? Hier! Diese Festung da, die... Scheiße, die hat keine Chance. Das ist egal, was die macht. Die hat keine Chance. Ich muss jetzt kurz was machen. Und zwar... Das ist vollkommen egal. Ne, die. Du! Kommst du da irgendwie rüber? Ohne ein Schiff. Ne, die kommt da gar nicht rüber. Scheiße. Oh Gott, ey. Schnapp dir ein Schiff. Und ja. Egal, der wird das jetzt kurz einnehmen, oder? Macht er sogar gar nicht. Der klaut. Die Festung hat er. Wird... Ja, das wird ein bisschen interessanter, jetzt aber auch nicht so interessant. Okay, das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Fail. Oh. Ich darf nicht zaubern, ist ja interessant. Hallo. Ah, scheiße, Harpien kriegen keine Gegenschläge. Zumindest die verbesserten. Du nervst. Ah nein, du nervst eigentlich, aber ja, egal. So. Fuck, okay. Bisschen. Ja gut, ich bin Bogenschütze, das ist schon mein Problem. Und da ich über Mauern schießen muss, mache ich eigentlich nur noch ein Viertel Schaden. Das halbiert nämlich meinen Schaden auch nochmal. Und da ich eh nur halben Schaden mache, mache ich nur noch Viertel Schaden. Aua. So, ihr Troglodyten seid tot. Also nicht ganz tot, aber halt so gut wie tot. Vielleicht sollte ich meinen Adler da wieder rausholen, wie wär's? Ah, der Königsadler macht also immer Gegenschläge. Lass meinen Adler in Ruhe. Warum nenne ich ihn eigentlich Adler? Das sind Greife. Das ist nochmal eine Update-Version von einem Adler. So, schlagt irgendwas auf. Da oben also ein bisschen. Mach den mal fertig. Ja gut, ich hätte auf die gehen sollen. Scheiße, hast recht. Könnte doch ekliger werden, als ich dachte. Aber immerhin stimmt die Musik, ne? Die haben echt so viel scheiß Bogenschützen. Das kotzt an. Warum auf ihn? Die töten mir den. Oh, fail doch nicht so hässlich.
Der kann eh nichts machen. Der ist schwach. Und die müssen warten, bis der reinkommen können. Bis mein Katapult mal irgendwas Gescheites aufschlägt. Aber sobald wir drin sind... Also ich sag jetzt mal nicht, dass wir verlieren. So, danke. Aber ich glaube, dass mein Adler halt ziemlich fette Verletzungen davon tragen wird. Genauso wie dieser Zyklot. Wer ist dran? Komm schon, die kriegst du doch wohl down. Ja, mein Adler hat jetzt schon 30 verloren. Wer ist dran? Du, ja, du bist ein Vollopfer. Du kannst nichts mehr machen. Ja, die müssen jetzt halt warten. Der eliminiert jetzt mal die da so gut er kann. Komm schon, Katapult. Und tschüss. Ja, die da sind sehr, sehr stark. Was machst du denn? Schließ doch mal auf ein richtiges, anstatt auf 27 verschiedene. Das Problem ist, diese HPs sind halt auch schon verbessert. Nerv. Nicht. Ja, klar. Ja gut, einer ist jetzt nicht... Ah, der hat keine Schüsse mehr. Oh ja, er ist eingefroren. Also vereist worden. So, dann übernimmst du mal die. So. Bis er jetzt einmal berührt wird, bleibt er für immer eingefroren. Ja, das Katapult will einfach nicht, ne? Ja, klar. Das kriegt ja keine Gegenwehr, deswegen kannst du angreifen, was es möchte. Aber zu schade, dass ich halt auch noch die da habe. Aber sobald er auch keine Schüsse mehr hat, er hat nämlich nur noch... Okay, er hat noch genug. Jetzt lassen sie... Oh, die sind dumm. Das hätten sie jetzt nicht machen dürfen. Jetzt haben sie nämlich das Tor in ihren eigenen Untergang geöffnet. Quasi. Jetzt lassen wir mal ein Pikenier in Ruhe. Ich weiß, dass der Hellebarde heißt, aber ich nenne es irgendwie immer Pikenier, weil die irgendwie... Ich weiß nicht. Der Name gefällt mir mehr und deswegen stirbt jetzt diese Medusa. Oder auch nicht, wehe der... Danke. Danke. So, stell dich hinten an. Ja, das ist jetzt egal. Du kannst auch nichts tun, das interessiert mich alles gar nicht. Ach, das hat keine Schüsse mehr, der macht das gar nichts. Das liebt echt irgendwie... Ah, mein Ding ist wieder aufgetaut. Und jetzt haben wir auch gewonnen. Ach, ich habe nur das hier einnehmen müssen. Ich dachte, ich hätte alle besiegen müssen. Aber okay. Dann speichern wir mal lieber. Ich sollte mir vielleicht auch mal die Karte ansehen hier. So, Kampagnenbeschreibung. Lang lebe die Königin, Teil 2. Als wir gelandet waren, wurden die Gerüchte und unsere Befürchtungen bestätigt. Nach dem Tod meines Vaters wurden die Ländereien Eriads von seinen gierigen Nachbarn unter sich aufgeteilt. Szenariobeschreibung. Um zu gewinnen, müsst ihr alle feindlichen Städte einnehmen und alle griechischen gegnerischen Helden besiegen. Eure Helden dürfen in diesem Szenario nicht höher als Stufe 12 aufsteigen, aber im Schlussszenario stehen euch 8... Okay. Ja, das ist doch ganz klar. Ich hole mir meinen scheiß Engel. Alles andere wäre Schwachsinn. Als wir nach Stedwick, der Hauptstadt Eratias, vorrückten, begegneten wir Bauern, die über Fairfeather, eine Stadt im Norden, sprachen. Obwohl es belagert wurde, hat es der Nyan-Invasion getrotzt. Die Berichte sind unbestätigt, aber die Bauern glauben, dass Engel die Stadt beschützen. Engel wurden schon vorher in Eratia gesehen. Während der Kriegenplage wurde vereinzelt berichtet, dass geflügelte Wesen eine große Zahl an Kriegentruppen massakrierten. Entweder sind die Engel zurück oder sie waren nie fort. Wie lange Fairfeather noch den Nyan- und Kriegen-Angriffen standhalten kann, ist ungewiss. Wenn Fairfeather fällt, könnten wir einen potenziellen Verbündeten verlieren. Das wollen wir ja natürlich nicht. Und aus diesem Grund... Wir müssen Fairfeather von den Nyan- und Eofol-Truppen vor Ort den...
Nigen und Eofol-Truppen erreichen. Wenn wir die Engel unterstützen, können wir sie vielleicht dazu überreden, uns bei der Rückeroberung Eriads zu helfen. Wir müssen diese Gegend sichern, bevor wir gen Stadwick marschieren können. So, ich bin ein Vollopfer. Hab aber meine drei Helden aus der letzten Mission. Aber dafür halt auch... Ich habe nicht die Truppen aus der letzten Mission. Ja, das wäre ein bisschen blöd. Wieso liegt hier so viel Moos rum? Fail. Quelle der ewigen Jugend. Oh, hallo. Die hat auch keinen Engel. Das Mystik ist immer gut. Einfache Zauberei klingt auch immer gut. So, der andere Heini. Der wird jetzt mal die Engel hier angreifen. Eine Gruppe Engel mit dem Wunsch nach Ruhm und Ehre will sich euch anschließen. Nehmt ihr sie an? Natürlich. Eine Gruppe Engel. Das war ein einziger Engel, aber okay. Quelle des Glücks. So, mit den Engeln können wir jetzt ziemlich viel reisen. Reißen. Wollte ich eigentlich sagen. Rot, ihr habt eure letzte Stadt verloren. Ja, ich habe nämlich noch keine. Und da habe ich halt leider nur 6 Tage Zeit. Fuck. Sag mal, was wollt ihr? Habt keine Chance. Gut, vielleicht überschätze ich meinen Engel jetzt auch, aber... Ich bin eigentlich der Meinung, dass die keine... Nur ich lasse euch mal herkommen. Ja, ihr seid eigentlich nur noch mehr Deko als irgendwie anders. So, bring die mal kurz um. Malträtiere sie. So, das sind noch nicht verbessert, deswegen... Halt mal. Doch, hab ich nicht. Ah, doch, das sind verbesserte... Scheiße. Egal, die gehen trotzdem drauf. Danke. So. Mein Engel sind die stärksten Einheiten, die die Menschenfraktion haben können. Das ist ja auch irgendwie logisch, ne? Ich sollte trotzdem mir zuerst eine Stadt suchen, bevor ich irgendwas anderes hier mache. Deswegen lassen wir das jetzt alles mal. Ja, das klingt ziemlich scheiße. Ich habe noch genug Zeit, mir eine Stadt zu suchen. Wow. Egal, ich mach's trotzdem mal. Ah, hier sind nochmal Erzengel. Das sind die verbesserten Truppen dann. So, ihr werdet jetzt auch mal hier... Oh, warte mal. Nimm doch einfach mal das hier ein. So. Ich glaube, diese Mission wird leicht. Sehr leicht. Aber wir werden sie auch erst im nächsten Part erkunden. Ja. So, denn jetzt haben wir endlich eine Stadt. Hallo. Und noch ein Engel. Da hole ich mir erstmal das Kreisratshaus. So, und werde jetzt auch hier den Part beenden. Ich glaube, das könnte... relativ simpel enden. Die Map ist auch ziemlich klein. Wir kriegen hier Engel in den Arsch geschoben ohne Ende und... Ah, warte mal, das werde ich noch machen. Dann sehe ich doch eigentlich schon... Ja, ich sehe auch schon fast die ganze Map. Und sehe, hier ist alles braun. Alles gegnerisch. Okay. Aber dennoch, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Be Heroes of Might and Magic 3 HD in der zweiten Mission. Bis dann und ciao, Leute.